Hallo und herzlich willkommen zu Singularity im Story-Modus. Spiel fortsetzen, ja, ich weiß nicht, welcher Part es gerade ist, aber ich glaube Part Nummer 7, 8, 9, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, egal, ist auch nicht so wichtig, Hauptsache spiel das Ding. Ich mag zwar nicht, aber ich muss da jetzt durch, ich muss da einfach durch, geht nicht anders. Ich freue mich schon wieder. Ist das? Das stimmt ja, das sind diese komischen... Kann man nicht kaputt schießen, glaube ich, oder? Doch, kann man. Ist er das, der da reingegangen ist? Ich weiß es nicht. So, wie komme ich denn jetzt? Wie geht's denn jetzt da weiter? Noch eine Notiz. Das ist die E99-Ablagerung da. Okay. Oh ja, holla. Was ist das? Nicht so geheuer. Noch eine Notiz. Halala. Okay. Was ist das? Was ist das? Was sind das für Geräusche wieder, Mensch? Hier geht's ab. Ihr Signal ist weg, also haben Sie wohl die Kammer erreicht. Sie enthält das Gerät, für das Demichev ihren Freund getötet hat. Das ZMG. Oh gut, Ziel erfüllt und jetzt? Filmarchiv. Nee, muss ich mir nicht antun. Ich weiß nicht, ob das dazugehört, ob das wichtig ist. Hier geht's auf jeden Fall runter. Hier ist auch eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Noch eine Notiz. Hm. Ja, ist die Frage. Vor allen Dingen ist es die Frage, wann ich angefangen habe zu spielen. Da ist noch was. Und da bin ich hergekommen. Holla. Was ist das da vorne? Na super, danke. Und jetzt? Also kein Zurück mehr. Na gut. Es gibt kein Zurück mehr. Was ist das? Hallo, ich bin Dr. Barisov und das ist Filmaufzeichnung 19 des Forschungsprojekts Initiative Moskau zu den potenziellen Einsatzmöglichkeiten des Zeitmanipulationsgeräts. Also, das Gerät. Oder ZMG, wie ich es nenne, Oh, Filmaufzeichnung ist das. Was ist los? Was ist das für eine Scheiße hier wieder schon wieder? Wo ist Filmaufzeichnung? Benutzen. Ich benutze gar nichts. Okay, also benutze ich es halt mal.
Ein Video. Aber ja. Was? Was machen die da? Die bohren aber nicht in die Hand rein, oder? Es ist alles kaputt. Alter Schwede. Sie haben das Zeitmanipulationsgerät erlangt. Mit dem ZMG können Sie Objekte in die Zukunft und die Vergangenheit schieben. Was? Können Sie in die Zukunft und die Vergangenheit schieben und dabei Ihren Zustand zwischen neu und alt verändern? Drücken Sie L2, um Objekte zu erneuern oder zu altern. Okay. L2. Aha. Okay. Cool. Das ist cool. Wiederkehren oder veraltern lassen. Okay. Ah, blau ist... rot. Okay. Ja, cool. Cool. Nichtsdestotrotz muss ich geschwind einen Blick auf die Zeit werfen, damit das Ganze nicht zu lange geht. Was habe ich denn da? Zeig ich mal her. 14 Minuten, das langt genau noch, um hier einen Cut zu machen. 50 dann genau. Das passt ja. Wie Faust auf Auge. Spiel ich mit, oder? Guck, wo ist das Bild? Habe ich das Bild? Nee, da ist es wieder. Okay. Es dauert so lang, das Bild. Rot ist also... zerstören? Und altern lassen? Und blau? Okay. Ja, jetzt komme ich hier raus irgendwie. Da muss also immer irgendwie ein Zeichen sein. Da war's. Hier war doch eins, genau. Okay. Ja, cool. Alles klar. So, ich habe ein tolles neues Spielzeug bekommen, gerade eben. Nämlich mit dem Gerät kann man Sachen kaputt machen oder wieder ganz machen. In Fachsprache heißt es... Was ist das jetzt? Der Impuls ersetzt Ihren Nahkampfangriff durch einen stärkeren E99 Energie. Drücken Sie R2, um Ihren Impuls abzufeuern. R2, da gibt es keinen Nahkampf mehr. Ja, was ich sagen wollte, ja, ich kann jetzt hier Sachen ganz machen und kaputt machen. Hier. Kaputt machen. Und ganz, na, was ist jetzt? Und ganz machen. In der Fachsprache nennt sich das kaputt machen und ganz machen. Mhm. So, und was soll ich jetzt machen? Ja, das ist aber nicht so gut. Das ist gut. Und jetzt? Kann ich das nicht aufmachen? Finden Sie Barisov. Gut, weiß ich das auch. Wieso ist das jetzt wieder voll? Füllt sich das automatisch auf? Ah.
Energie des ZMG baut sich nur langsam wieder auf. Das Altern der meisten Objekte verbraucht nur minimal Energie, doch das Altern von Organismen wie Soldaten oder Kreaturen kostet wahrscheinlich, ja, kostet mehr E99 Energie, okay. Ein Aufzug. Ja, ein Aufzug ist gut. Ah. Cool. Also. Okay. Hahaha. Das ist ein Ding. Waffentechnologie ist immer gut. Kann man brauchen. Da kann ich meine Waffen aufwerten. Renko, ich habe Sie auf dem GPS. Ich hoffe bloß, Sie haben das ZMG. Sie müssen es benutzen, um ins Jahr 1955 zurückzukehren und Demichev davon abzuhalten, Barisov zu töten. Nur er weiß, wie man die Geschichte wieder so wenden kann, wie sie sein sollte. Hey, ich dachte, ich kann da bloß Sachen kaputt machen, wieder ganz machen. Kann man die Kiste nicht aufmachen oder was ist das jetzt da hier? Okay. Da ist doch noch so eine Waffe. Was ist das hier? Ich will das haben. Eine Notiz. Okay, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Da war doch noch irgendwo eine Kiste, glaube ich. Wo waren die? Hier war doch die irgendwo, oder nicht? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Irgendwo war noch eine Kiste. Haben wir schon gelesen. Oder war das hier? Das ist cool. Coole Sache. Öffnen. So. Das ist nicht schlecht. Und jetzt? Okay. Sie entstanden, als die Singularität explodierte und die ganze Insel ist übersät damit. Ja, das... Ah, da geht's raus. Okay. Ach, das hier. Nee. Ein Zeitriss in Kombination mit dem ZMG ermöglicht Ihnen eine Reise zurück in die Zeit. Ja. Risse sind schmale Öffnungen im Raum Zeitkontinuum, die durch große Mengen an E99 erstellt werden. Große Mengen, das will ich aber nicht. Ich will nicht große Mengen investieren. Ich will erstmal da gucken, wo es dahin geht. Okay. Da liegt noch was rum. Das nehme ich doch glatt mal mit. Eieiei. Ich muss ja wohl da rein, sonst geht es ja nicht mehr weiter, ne? Und jetzt? Aha.
Drücken Sie Steuerkreuz nach unten, um mit Ihrem ZMG einen Chrono-Ping auszusenden. So können Sie Chrono-Fußspuren finden, die Ihnen weiterhelfen. Also den Weg, wo ich hin muss wahrscheinlich, ne? Nehme ich an, die sind tot. Nur noch ein... Oh, da. Wieso sind die tot? Ist da noch was? Oh! Sind die böse? Sieht so aus, ne? Wie war das mit Ping nach unten, ne? Okay, ich muss da hoch auf jeden Fall. Der lebt ja noch. Lebst du noch? So, und jetzt? Können die schön die Munition... Können die schön die Munition da einsammeln? Oh, war ja. Ey, die Tür ist zu, oder? Ai, 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 jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Stirbst du jetzt endlich mal? Ah, es lädt sich wieder auf, Gott sei Dank. Was ist denn das hier? Nutzen? Jetzt? Oh, weia. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist gut oder schlecht? In diesem Bereich? Jeder, der sich in diesem Bereich aufhält. Okay. Was mache ich da jetzt da? Was mache ich hier? Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Nichts wahrscheinlich, ne? Bleibt nur der Weg. Das lasse ich nicht zu. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gebeten. Ziel erfüllt? Das
Das ZMG. Sie haben mein Leben gerettet. Sie tragen das ZMG und eine amerikanische Uniform. Ja, sowas? Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Mir nach. Ich brauche meine Aufzeichnung. Кто-нибудь его видит? Давай, хватай его! Стреляйте в него! Wieso hat der Granaten und ich nicht? Ja, frage ich mich jetzt auch. Ihr ZMG füllt sich wieder auf. Doch, wir können ZMG-Energiezellen, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Die Zellen werden automatisch eingesetzt, wenn sie über keine E99 Energie mehr verfügen. Okay, automatisch werden die eingesetzt. Das sind die da, ne? Da sind zwei Wachen. Können Sie sie loswerden? L2 war das, oder? Zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Munition ist voll, okay. Alles voll. Alles gut, alles voll. Ich hole meine Aufzeichnungen. Das ist der Tresor. Verdammt, aha. Geht nicht auf. Ich weiß, wie er aufgeht. Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie... Ich kann es nicht besser ausdrücken, älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Okay, mach ich doch. Mal manipuliere ich den Safe mit dem ZMG. Oh, eine Knarre. Was ist das? Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein, aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Echt? Drücken und halten Sie L1, um das geladene E99-Projektil zu steuern. Dieses Gewehr feuert mit E99 aufgeladene Munition, durch die Zeit sich verschiebt und dem Schützen erlaubt, das Geschoss zu steuern. Hä? Ah, cool. Alter Schwede. Okay. Alter Schwede. Wo denn? Aber noch getroffen, obwohl der Schuss eigentlich hätte vorbeigehen können, oder? Da noch welche? Nachladen. Oh, das war ein Headshot. Jäger geschossen. Oh, vorbei. Voll ins Gemächt. Voll Kanne ins Gemächt. Wie viele sind denn da noch da? Ja, ne? Ja, gut. Noch mehr? Alle zwei?
Den habe ich mal kurz die Beine weggeschossen. Wie viele kommen denn da noch? Ein Schuss noch? Kommen die immer wieder oder muss ich jetzt vorgehen? Ich glaube, die kommen immer wieder. Suchen und zerstören. Ja, also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr wieder einschalten beim nächsten Mal, wenn es heißt Singularity. Ich mache nämlich hier den... Ah, nein, doch nicht. Noch nicht. Ich mache nämlich hier ein Cut. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Die Spannung bleibt offen. Tschüss, bye bye, winke winke. Bis zum nächsten Mal.